der ehemalige Bundesliga-Profi Marco Chiacca aktuell vom Serie A-Meister Juventus Turin an den AC Florenz ausgeliehen, hat seine angeblich getätigten Aussagen bezüglich eines Vergleichs mit Neymar und Eden Hazard vehement dementiert. Jeder, der mich kennt, kann garantieren, dass so etwas niemals aus meinem Mund kommen würde, ließ der Kroate bei Twitter verlauten. Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. In den letzten Tagen haben viele kroatische und italienische Medien über mein Interview berichtet. Ich möchte klarstellen, dass ich niemals gesagt habe, ohne meine Verletzungen wäre ich auf dem gleichen Niveau wie Neymar oder Hazard, versicherte der 23-Jährige. Zudem habe er auch nicht gesagt, dass er eines Tages der Beste auf seiner Position werden würde. ik.twitter.com/9t7jingvi9d6 Marco Chiacca @Marco_Chiacca2016 Oktober 2018 Marco Chiacca aktuell von Juventus Turin an den AC Florenz ausgeliehen. Hintergrund des deutlichen Rückziehers waren Chiaccas angeblich getätigte Aussagen in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport in der vergangenen Woche. Darin hatte sich der Ex-Schalker mit Hazard und Neymar verglichen und die anhaltenden Verletzungsprobleme als Grund für seine stagnierenden Leistungen angeführt. Marco Chiacca war 2016 von Dinamo Zagreb nach Turin gewechselt. Nach einem kurzen Gastspiel beim FC Schalke 04 in der Saison 2017/18 ist der Mittelfeldspieler momentan an die Fiorentina ausgeliehen und soll nach der laufenden Saison zu Juve zurückkehren. Mehr zur Serie A.